mache auf. Ja? Du bist Jakob, oder? Und wer sind Sie? Schön, dass wir uns endlich mal kennenlernen. Wer ist denn deine Tür, Jakob? Wer bist denn du eigentlich? Gehen Sie. Wieso sollte ich? Papa, wer ist das? Ich hab gesagt, Sie sollen gehen. Ich hab doch nur mit meinem Sohn. Halt! Was soll denn der Scheiß, hä? Du Arschloch! Auseinander! Gehen Sie auseinander! Mein Gott! Ja! Polizei! Hände hoch! Verdammt! Hab mich doch nur verteidigt! Gehen Sie ans Geländer, aber zackig! Ich wollte nur mit meinem Sohn sprechen. Jakob, bist du okay? Sie kommen erstmal mit aufs Präsidium, Carstens. Verstehe. Der Typ war 15 Jahre im Knast, natürlich muss das gewesen sein. Ich habe mit Theas Verschwinden nichts zu tun. Wir wissen, dass Sie vorgestern in der Spielbank eine Auseinandersetzung mit ihr hatten. Ja? Thea war nicht erfreut, mich wiederzusehen, aber das kann ich ja auch nicht übel nehmen. Ich war ein Mistkerl. Ich habe sie richtig scheiße behandelt. Aber ich habe mich jetzt geändert. Ihre Einsicht beeindruckt mich überhaupt nicht. Denn noch am selben Tag hat Thea Wedekind ihren Arbeitgeber bestohlen. Doch mit Sicherheit, weil Sie sie erpresst haben. Wie bitte? Haben Sie ihr gedroht? Wollten Sie ansonsten die Anerkennung der Vaterschaft verhindern? Wovon reden Sie ja eigentlich, hä? Aber das Geld hat Ihnen anscheinend nicht gereicht. Natürlich. Jetzt wird mir alles klar. Ja, dann seien Sie doch so nett und klären mich ebenfalls auf. Sie meinen die Auseinandersetzung? Mhm. Die lief aber ein bisschen anders, als Sie glauben. Du hast mich also gefunden. Und jetzt, Paul? Ich will mich erstmal bei dir entschuldigen. Für alles, was ich dir damals angetan habe. Ich pfeife auf deine Entschuldigung. Und jetzt geh, bevor ich den Sicherheitsdienst rufe. Ja, ich weiß von unserem Sohn. Ja, niemand wusste, wo du steckst. Also habe ich im Internet nach dir gesucht. Und da war auch ein Foto von ihm. Ich habe sofort gesehen, das ist meiner. Ich möchte ihn kennenlernen. Du hast schon mein Leben versaut. Reicht dir das nicht? Ich bin jetzt ein anderer Mensch. Ich habe eine Strafe abgesessen und ich habe ein Recht darauf, ihn zu sehen. Du hast dein väterliches Recht verwirkt, als du zum ersten Mal Hand an mich gelegt hast. Ich war total verkorkst damals, Thea. Aber ich habe dich immer geliebt. Das Einzige, was du jemals geliebt hast, war Geld, Paul. Davon konntest du nicht genug kriegen. Zum Glück hatte ich das am Ende in den Knast gebracht. Ich verstehe, dass du das so siehst. Aber du kannst meinen Sohn nicht immer für immer von mir verstecken. Früher oder später werden wir uns kennenlernen. Vielleicht gibt er mir eine Chance. In Ordnung. Wo? Im Hotel Pacifica. Beim Alex. Gut. Morgen Abend. Okay. Und jetzt geh. Danke dir sehr. Geh jetzt. Thea hatte gar nicht vor, ihn mir vorzustellen. Sie dachte, mit ein bisschen Kohle könnte sie mich davon überzeugen, wieder aus ihrem Leben zu verschwinden. Aber das hätte ich nicht akzeptiert. Alles, was ich wollte, war, mich bei meinem Sohn zu entschuldigen. Erwarten Sie wirklich, dass ich Ihnen das glaube? Klar. Wenn ich Sie wäre, dann würde ich jemandem mit meiner Geschichte wohl auch nicht glauben.